Hallo meine Lieben, und jetzt gibt es endlich mal diesen Fahrbericht von dem Etherjet Dragstar 125 Kubik. Zuerst mal noch ein paar kleine technische Details. Er hat ca. 12,6, 12,8 PS, entspricht 9,2 kW, was in den Papieren drin steht. Eine Höchstgeschwindigkeit von 96 km/h. Die Vorderbereifung, das ist ein 120, wartet mal, jetzt muss ich mal selber gerade gucken. 120, 70, 12. Und hinten haben wir ein 140, 60, 13, wenn mir nicht alles irrt. Genau. Ein bisschen breiter der Reifen und ein bisschen größeren Durchmesser hat der Reifen als wie der vordere. Tankinhalt hat er 9 Liter und der Spritverbrauch laut Hersteller 3,6, 3,8 Liter irgendwas in den Dreh. Das finde ich doch schon ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es andere Rollerhersteller, die sind ein bisschen sparsamer. Aber dafür habt ihr hier natürlich eine mega scharfe Optik. So, was wiegt das Ding? 140 Kilo Leergewicht. Und mit zusätzlichen 155 Kilo könnt ihr ihn belasten. Also eine Fahrt zu zweit steht dem Ganzen natürlich auch nichts im Wege. Die Beleuchtungsanlage, die besteht aus LED. Dazu werde ich euch heute auch etwas zeigen, nämlich eine kleine Nachtfahrt, damit ihr mal seht, wie gut die Scheinwerfer eigentlich sind. Außerdem werde ich euch auch zeigen, wie man zu zweit drauf sitzt, ob der Beifahrer auch noch genügend Platz hat und vor allen Dingen, wie das aussieht. Zu meiner Körpergröße, ich bin 1,80 Meter und meine Darstellerin, die ist so 1,75 Meter, irgendwie was so in den Dreh, damit ihr euch das mal so bildlich vorstellen könnt. Ja. Ihr könnt euch zwar jetzt noch erzählen, 10,6 Newtonmeter oder sowas, aber das werden wir mal nachher auf der Autobahn sehen. Auch zwecks Höchstgeschwindigkeit, ne? Und Landstraße werden wir halt noch fahren, um mal so ein bisschen die Kurve. Wie verhält sich dieser Roller eigentlich dabei beim Fahren? Und auch Kopfsteinpflaster ist wichtig, weil nicht alle Straßen sind immer so perfekt. Wie verhält er sich dort? Also ich würde wie immer sagen, nicht lange rumschnacken. Und wir fangen jetzt einfach mal an. So, meine Lieben. Ich würde sagen, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es aussieht, wenn man zu zweit fährt. Vielleicht kann der Kameramann noch mal ein Stück weit weggehen, damit man mal so richtig schön sieht, wie viel Platz man doch hat zu zweit. Das hätte ich so nicht erwartet. Wie ist der Sitzkomfort? Ich sitze gut. Ja? Habt ihr das gehört? Sie sitzt gut. Ja. Aber hier ist es mal schön, nicht lange rumschnacken. Wir machen mal gleich weiter. Und jetzt geht es erstmal weiter mit der Kopfsteinpflasterstrecke. Bis gleich. Och, so schlimm ist das ja nicht. Es geht, man wird ein bisschen durchgeschüttet, gar keine Frage. Aber es ist völlig in Ordnung, man kriegt jetzt kein unsicheres Gefühl. So, nun würde ich sagen, ab zur Landstraße. Und ich muss sagen, es fährt sich wirklich echt angenehm durch das Sportfahrwerk. Seht ihr, wie schön agil der ist? Das macht richtig Laune. Jetzt kommen wir gleich mal in den Kreisverkehr. Wunderbar, wirklich. Also der Kreisverkehr, wirklich diese Kurve, das macht richtig Laune mit diesem Roller. Das macht richtig Laune. Schönes, sicheres Fahrgefühl. Es ist anders als die ganzen anderen Rollerhersteller, die das so machen mit ihrer Federung.
obwohl ich ja nun auch schon Sim seit 27 Jahren im Programm habe und die auch immer so ein Sportwerk drin haben, was nicht umher schwimmt oder so, ist das hier doch noch mal was anderes. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen Landstraße mit, naja, nicht die besten Straßen. Aber er meistert es echt gut. Oh, jetzt kommen wir wieder in eine scharfe Rechtskurve. Mal gucken, wie er sich da so macht. Wunderbar, wirklich. Und er schiebt ständig vorwärts. Also ich bin wirklich gespannt, was die Autobahn sagt, was der für eine Höchstgeschwindigkeit in Wirklichkeit schafft. Weil die Hersteller, die geben ja immer das an, was sie fahren müssen. Also mindestens. Es kommt ja auch mal darauf an, wie du ihn einfährst. Du bestimmst die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit letzten Endes. Ein Stück weit mit. Das weiß, glaube ich, kaum immer einer. Also ich sage es, meinen Kunden sage ich das immer. Wenn die sich einen neuen Roller abholen, fahrt ihn bitte so und so ein und dann werdet ihr viel Freude damit haben. Selbst auf dieser Straße macht er immer noch einen sehr guten Eindruck. Ich habe noch gar nicht erwähnt, was dieser Roller eigentlich kostet. Der kostet 5.999 Euro und den könnt ihr bei uns jederzeit Probe fahren bei der Firma Roller Profis. Und auch dieses Modell könnt ihr kaufen, weil es ist mein Vorführer. Und der wird jetzt definitiv verkauft. Vielleicht hat jemand Lust auf dieses Videoprojekt. Aber jetzt werden wir mal auf die Autobahn fahren und mal schauen, wie schnell er ist. Bis gleich. Ich kann mich noch ein bisschen runterknien. 108. Wirklich ein sehr schönes Fahrverhalten auch auf der Autobahn. Wirklich sicher. Und schwupp bin ich von der Autobahn schon beim Bremsentest. Erstmal eine Entschuldigung dafür, dass ich bei meinem ganzen Fahrtest eigentlich gar nicht die Bremsen so richtig erwähnt habe. Irgendwie wohl vor lauter Aufregung vergessen. Tut mir leid, nobody is perfect. Und deswegen machen wir jetzt nochmal einen separaten Bremstest, obwohl ich euch sagen muss, so beim Fahren wirklich sind die Bremsen akkurat, die funktionieren, die sprechen sofort an, also es ist ein absolut sicheres Gefühl. Aber jetzt zeigen wir euch meinen Bremstest, einmal aus 30 km/h und einmal aus 50 km/h eine Vollbremsung. Alles klar, und dann danach gehen wir sofort zum Lichttest über. Bis später. Jetzt sind wir mal auf dem Weg in die Nacht hinein, um mal zu gucken, wie gut ist das Licht. Es ist noch nicht ganz dunkel, aber ich muss schon jetzt sagen, dass die Scheinwerfer nahe sehr guten Dienst macht. Aber das zeige ich euch gleich mal
oder ich, besser gesagt, ich versuche es euch gleich mal richtig zu zeigen. Abblendlicht, Fernlicht, Abblendlicht, Fernlicht. So, jetzt würde ich sagen, feiern für heute erstmal und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten und letzten Schnitt. So, nun haben wir es geschafft mit dem Fahrbericht für den Eaterjet Dragster 125 Kubik. Und ich muss sagen, mein Fazit ist von diesem Roller, der macht wirklich richtig Spaß. Angefangen, dass er wirklich vorwärts schiebt für einen 125er, richtig gut, muss ich sagen. Das Bremssystem arbeitet sauber, ordentlich, so wie man es haben möchte. Lichtanlage, völlig ausreichend, wirklich sehr gut zu erkennen, alles auf der Straße nachts. Hatte ich nicht zu beanstanden. Federung sehr sportlich, das sollte Ihnen bewusst sein. Passt so zu der Optik. Das vermittelt dir wirklich ein sicheres Gefühl auf der Straße und das schwimmt dann nicht umher oder sowas. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Tja, Höchstgeschwindigkeit haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr rausgeholt, als wie der Hersteller sagt. Laut GPS waren es dann 102. Völlig in Ordnung. Der Hersteller hat alles eingehalten, was er gesagt hat. Tja, aber es gibt natürlich noch ein, zwei andere Sachen. Ach, bevor ich es vergesse, wenn ihr Lust habt auf eine Probefahrt oder ihr euch den hier einfach mal live angucken wollt, kommt zu mir nach Berlin zur Firma Rollerprofis. Da steht er, da könnt ihr in Probe fahren und alles wird gut. So, jetzt aber die angesprochenen zwei Punkte. Kritik. Kritik ist immer so eine Sache, die sollte man ordentlich ausüben. Es macht eine Menge Arbeit hier mit den ganzen Videos und ist jetzt mein erstes Fahrvideo gewesen. Ich nehme Kritik wirklich sehr gerne an und berücksichtige dieses auch bei den nächsten Videos. Also wenn euch was einfällt meinte ich, dann schreibt es doch einfach und ich mache es, wenn es in Ordnung ist. Und die andere Sache ist, bei den ganzen Fahrvideos sollte man mal eine Sache wirklich strikt einhalten. Das sind die Sicherheitsabstände und so weiter. Es sieht vielleicht manchmal aus, dass ich etwas dicht am Auto dran bin. Ist es nicht. Das ist alles Videoschnitt. Man kann heutzutage alles heranzoomen und so weiter. Macht das nicht einfach so, weil da kann auch eine ganze Menge passieren. Ja, und ihr müsst euch auch Genehmigungen holen und so weiter. Solltet ihr immer berücksichtigen. Nicht einfach drauf zulegen und machen. Vorher erst den Kopf einschalten, was habe ich alles zu beachten. So, in dem Sinne, ich werde jetzt zurück nach Berlin fahren in die Firma. Den sportlichen Dragster hier mal wieder wegbringen und wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, den einen oder anderen wiederzusehen beim nächsten Video. Bis dahin, tschüssi!